Das habe ich noch nicht gemacht. So ein Mist. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Heidi ho und herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen, wenn du das erste Mal hier auf dem Kanal bist. Heute wird es wieder ein Einleitungsthema geben, also wird es wieder nicht ganz so lang gehen. Ihr kennt das von den Einleitungen von diesen Was ist Videos von mir. Das wird dann halt immer so eine Playlist, die über mehrere Videos geht, um halt wirklich ausführlich um die spezifischen Dinge reden zu können. Heute soll es um die Schizotype Persönlichkeitsstörung gehen. Und ich habe die mir aus folgendem Grund rausgepickt, weil die bei mir quasi im Raum steht. Man munkelt, also meine Therapeutin hatte gemunkelt, ob ich nicht vielleicht die Schizotype Persönlichkeitsstörung haben könnte statt der Hebephrenie oder vielleicht sogar beides zusammen. Leider konnten wir bis jetzt das noch nicht aufklären, weil ich bis jetzt keinen weiteren Therapieplatz bekommen habe und ich den bei der Therapeutin damals verloren hatte. Wenn dich sowas interessiert, wie das bei mir läuft und so, dann folge meinem Instagram-Kanal, da berichte ich davon. Und ich muss auch ehrlich sagen, als sie mir das so ein bisschen erzählt hat und so ein bisschen an dieses Thema Schizotype Persönlichkeitsstörung rangetastet hat, dass ich schon sagte, dass ich mit vielen mitgehe, dass das tatsächlich auf mich treffen könnte. Wenn dich solche Themen und insbesondere psychische Erkrankungen oder weitere Tabuthemen interessieren, dann hinterlass ein Abo und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpassen kannst. So, also, wie ihr es gewohnt seid, springen wir jetzt in das Thema rein. Aber wie gesagt, Achtung, es ist alles nur eine Einleitung. Gekennzeichnet wird die Schizotype Persönlichkeitsstörung in tiefen Veränderungen im Bereich des Soziallebens, also Beziehungsbereich und des Gefühlsbereich. Man sagt, dass diese Erkrankung im frühen Erwachsenenalter eintreten kann, aber unterschiedliche Faktoren können, naja, Auslöser für diese Erkrankung sein, ne? Und jetzt aufgepasst, und das macht es ziemlich tricky und gar nicht so einfach, noch nicht mal für Therapeuten, diese ganze Sache zu diagnostizieren. Weil die Schizotype Persönlichkeitsstörung wird noch nicht lange von der schizoiden Störung getrennt und auch noch nicht lange von den Schizophrenien. Das bedeutet, dass diese Abgrenzung zwischen denen schwieriger ist als bei anderen Erkrankungen, die schon etwas weiter erforscht sind. Im ICD-10 hat es den Code F21. Aber das war ja natürlich noch nicht alles. In dem ICD-10 wird diese Erkrankung nicht bei den Persönlichkeitsstörungen eingeordnet. Sie läuft unter den Kategorien der schizoiden Störungen und der wahnhaften Störungen. Im DSM-4 hingegen wird es unter den Persönlichkeitsstörungen gelistet. Ihr seht, die beiden sind sich da nicht so ganz einig, wie man das jetzt schlussendlich klassifizieren soll. Und ich kann verstehen, dass sich da auch die Profis etwas schwer tun, weil, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, wird das erst seit kurzem so klassifiziert und getrennt. Was bevorzugst du eigentlich? Das ICD oder das DSM? Schreibt's mal in die Kommentare. Wahrscheinlich fragst du dich gerade, ja, was ist jetzt die Ursache für das Ganze? Wie bei einigen anderen Störungen spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Wie zum Beispiel den biologischen, den psychischen, den umweltbezogenen, aber auch genetische Faktoren. Nicht gerade untypisch kommt Schizotype Persönlichkeitsstörung vor, wenn in der Familie irgendwer an Schizophrenie leidet. Und da es bei mir tatsächlich gleich zwei Leute in der Familie sind, finde ich das ganz plausibel, dass ich vielleicht auch die Schizotype Persönlichkeitsstörung haben könnte oder anstelle dessen. Und ganz ehrlich, so unter uns gesagt, würde ich mir das auch irgendwo wünschen. Weil mir wurde gesagt, dass die Schizotype Persönlichkeitsstörung eher behandelbarer ist als die Hebephrenie. Und deswegen würde ich mir eher wünschen, dass ich diese PS hätte. So, und jetzt wird es richtig interessant, warum es wirklich so tricky wird. Weil beide Erkrankungen, also Schizophrenie und die Schizotype Persönlichkeitsstörung, haben auch Parallelen. Beide haben nämlich einen erhöhten Dopaminausschuss. Falls ihr meine Reihe zur Schizophrenie gesehen habt, werdet ihr euch jetzt erinnern, ah ja, das hatte sie erwähnt, richtig. Deshalb sind diese Veränderungen im Hirn, in der Anatomie des Hirnes, sichtbar. Ich weiß, das erste Video ist lang her und es ist, also,
um es nett zu sagen, es hat nicht wirklich diesen Qualitätsstandard wie die Videos heutzutage. Nur schaut euch das vielleicht an. Vielleicht überlege ich auch, ob ich das eines Tages nochmal neu aufnehme, in neuerer Qualität. Hinterlasst mir einfach mal einen Kommentar, ob ihr Bock darauf hättet, dass ich diese Playlist zur Schizophrenie nochmal update, nochmal neu auflege. Ich würde sie jetzt nicht löschen, ich würde sie da lassen, weil das sind nun mal meine Anfänge und ich finde das irgendwo toll, auch diesen Unterschied zu sehen. Aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber nicht nur der erhöhte Dopaminausschuss ist bei beiden gleich, sondern auch der Punkt, dass man ein Kurzzeitgedächtnis hat. Also das Kurzzeitgedächtnis ist verschlechtert. Auf kurzen Zeitraum sich etwas zu merken, was man vielleicht gerade machen wollte, ist schnell mal verflogen als Dinge, die im Langzeitgedächtnis sitzen. Dementsprechend ist die Aufmerksamkeit auch nicht so hoch. Wer sich meine Outtakes anguckt, der weiß, wovon ich rede. Aber zurück zu den Ursachen, da waren wir ja eher stehen geblieben. Man vermutet, dass Traumatisierung, also ein oder mehrere Traumata, Gründe davon sein könnten, oder Vernachlässigung im Kindesalter könnten dazu führen. Ich aus meinen persönlichen Erfahrungen muss sagen, dass ich nicht als Kind vernachlässigt worden bin. Im Gegenteil, ich war der absolute Mittelpunkt. Und das war mir manchmal sogar echt gruselig, wenn sich wirklich alles um mich gedreht hat. Also Vernachlässigung kann man nicht wirklich sagen. Mir hat man nur gewisse Dinge nicht richtig beigebracht. Und da möchte ich nicht wirklich auf meine Eltern zeigen, sondern eher so ein bisschen auf meine Oma. Meine Mom hat mir nämlich sehr viel beigebracht, sehr emotional und gefühlvoll mit Dingen umzugehen. Meine Oma hingegen hat gesagt, Gefühle haben keinen Platz, das geht alles nach Leistung. Dadurch, dass ich ein riesen Oma-Kind bin, was ich heutzutage noch bin und es mir heutzutage noch richtig schwer fällt, Nein zu meiner Oma zu sagen, ich aber daran arbeite, habe ich mehr auf das gehört, was sie gesagt hat. Und das hat dazu geführt, dass ich alle Gefühle, alle Emotionen immer weggedrückt habe. Das Einzige, was sie zugelassen hat, war, dass ich lachen durfte. Das wurde mir aber wiederum in alten Freundeskreisen verboten. So, be like, was lachst du denn jetzt? Der Witz war nicht für dich bestimmt. Okay, danke. Also nur, dass ihr da ein bisschen die Verbindung versteht, dass das, also dass Vernachlässigung bei mir nicht stattgefunden hat. Okay, pass auf. Eine weitere Annahme, weshalb ich mitgehe bei der Therapeutin, dass sie meinte, dass ich die schizotype Persönlichkeitsstörung haben könnte, ist der Punkt, dass die betroffenen Menschen besonders reizempfindlich sind. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich wollte gerade ein anderes Wort sagen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie reizempfindlich ich doch sein kann, wenn ich in so einer Episode stecke. Das ist so widerlich, dass selbst das Atmen deines Gegenübers nervtötend sein kann. Das klitzekleinste Geräusch, was zu viel ist, bringt das fast zum Überlaufen. Und du sitzt da einfach und denkst so, nein, 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 ich muss ruhig bleiben, ich muss ruhig bleiben, ich muss ruhig bleiben. Ich möchte nicht austicken, aber du bist so kurz davor. Und währenddessen man in diesem Modus ist und sich denkt, boah, ich bin kurz davor, einfach zu platzen, zu überfluten, schafft man es nicht mehr, wichtige Informationen von unwichtigen zu trennen. Meistens kommt es vor, dass ich einfach wichtige Informationen runterkehre und dann nach 2-3 Tagen fällt mir auf, das habe ich noch nicht gemacht, so ein Mist, warum habe ich das noch nicht gemacht? So, und das liegt daran, dass ich vielleicht vorher zu reizüberflutet war und ich dann nicht mehr erkennen konnte, was war jetzt für mich wichtig und was nicht. Sehr schnell kann es in diesen Situationen auch dazu kommen, dass man sich einen Schutzwall aufbaut. Das kenne ich von mir selber auch. Man baut sich so einen hohen Schutzwall auf, dass man sich komplett von seinen Gefühlen abkapselt. Das sind dann diese Momente, in denen ich sage, okay, ich empfinde gerade rein gar nichts. Nicht mal innere Leere. Nichts. Und wenn du dann in diesem Modus bist, kannst du dir ja sicherlich gut vorstellen, dass es dann total schwierig ist, überhaupt irgendeine Emotion zu zeigen. Wie ist es da bei dir? Fällt es dir leicht, Emotionen zu zeigen oder nicht? Und warum? Jetzt ist ja die Frage, ob die ganze Sache auch heilbar wäre, oder? Das Ziel bei jeder Persönlichkeitsstörung ist es nicht, diese zu heilen,
sondern den Umgang so weit damit zu lernen, dass man damit klarkommt. Sprich also eine Verbesserung in den Fähigkeiten zwischenmenschlich oder eine Strukturierung des Arbeitsplanes. So eine feste Strukturierung kann schon mal viel tun. Auch nicht nur beim Arbeitsplatz, auch generell bei dem Tag, wenn man den durchstrukturiert, durchplant und sich an diesen Plan hält, dann ist es leichter, als wenn man den Tag einfach so angeht und sagt, naja, ich guck, was passiert. Und dann bekommt man noch in der Therapie beigebracht, wie man das Gelernte in dieser Therapie dann schlussendlich auch umsetzen kann. Folgendes ist besonders wichtig und das nicht nur für Menschen, die an der Schizotypen-Persönlichkeitsstörung betroffen sind, sondern eigentlich an jeder psychischen Erkrankung. Ganz, ganz wichtig ist, dass du ein gutes Verhältnis zu deinem Therapeuten hast. Die Chemie muss stimmen, ansonsten könnte das in die Hose gehen. Es muss ein Vertrauen herrschen von beider Seiten. Nur warum sage ich das gerade an diesem Punkt und besonders bei diesem Video? Nun, weil Menschen mit der Schizotypen-Persönlichkeitsstörung extrem misstrauisch sind. Und da ist es total egal, wie lange du mit dieser Person schon befreundet bist oder wie lange du die Person schon kennst. So, sie sind misstrauisch. Und ich kann kurz von mir erzählen oder euch so ein bisschen was von mir ans Herz legen. Wenn ihr auf einen Menschen dessen trifft, der sehr misstrauisch ist, egal wie lange ihr euch schon kennt, dann nimm es ihm bitte, bitte, bitte nicht übel. Das ist dann so schwierig, dann auch noch damit umzugehen und dann auch noch zu erklären, warum du diesen Menschen gerade nicht vertrauen kannst, warum du gerade Misstrauen hast, obwohl ihr euch vielleicht schon 10 Jahre lang kennt und schon super gut befreundet seid. Da bin ich echt froh, dass ich tolle Menschen in meinem Umfeld habe, die das wirklich verstehen können und mir das nicht übel nehmen, wenn ich sage, du, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir das wirklich glauben kann. Gib mir irgendwas oder sag mir irgendwas, dass ich das richtig, ja, dass ich das glauben kann einfach. Und das Schöne ist, dass sie es mir auch geben, dass sie mir das zeigen. Sie sagen nicht nur Dinge, sie zeigen es auch richtig. Und das ist total wichtig. Und ich wollte mich an dieser Stelle auch noch mal kurz bedanken, weil ich weiß, dass einige von denen meine Videos gucken. Ihr seid toll! Nun, in dem Video zu den Kriterien gehe ich noch mal genauer darauf ein, wie ein Betroffener ist oder was so typisches Verhalten für die Schizotype-Persönlichkeitsstörung ist. Und da wir ja gerade festgestellt haben, dass die Schizotype-Persönlichkeitsstörung ähnlich ist zu der Schizophrenie, schau dir gerne noch meine Videos zur Schizophrenie an. Falls du das noch nicht getan hast, dann hole das nach. Wenn nicht, wie gesagt, schreib mir einen Kommentar, ob ich die nochmal neu machen soll. Es würde mich sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit den Outtakes. Ciao! Gekennzeichnet wird die Schizotype-Persönlichkeitsstörung Brainlag? Gekennzeichnet wird die Schizotype-Persönlichkeitsstörung insbesondere in den Beziehungsebenen und den emotionalen Ebenen. Nein, fast durch tiefe Veränderung. Im ICD-10 hat es den Fehlercode F20.1. Nein. Falsch. Falsch. Ja, jetzt war ich wieder bei der Schizophrenie. Yay. Nochmal. Im DSM-4 hingegen. Ja. Im DSM-4 hingegen wäre. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch den Profis nicht ganz so leicht fallen wird, das zu trennen. Weil, wie ich vorhin bereits schon erwähnt hatte, wird das noch nicht lange so getrennt. Wonach gehst du eigentlich lieber? Nach dem ICD oder nach dem DSM? Oh, fuck. Verdammt, was? Wie mache ich das? Ich mache das, glaube ich, nochmal. Okay. Mal sehen, ob ich das alles so hintereinander wegerzählt kriege. Wie bei einigen anderen Störungen auch, spielt die Genetik eine Rolle, die Umwelt spielt eine Rolle, der biologische Faktor spielt eine Rolle.
habe das Letzte vergessen. Psychisch, 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 psychisch. Aber nicht nur der erhöhte Dopaminausschuss ist gleich. Nein, da kommt noch eine Menge dazu. Nun aber zurück zu den Ursachen. Da waren wir ja eigentlich. Man vermutet, dass eine frühere... Nein, wie sag ich das? Okay, nochmal.